Ja, hallo. Ich habe doch gesagt, ich melde mich nochmal. Jetzt habe ich mir gedacht, spare ich mir meine tollen Whiteboard-Künste. Bin jetzt auch ganz in Zivil, habe sogar mein Hemd ausgezogen. Aber möchte trotzdem klare Worte heute treffen. Denn ich muss ja auch irgendwie meinem Namen, Manuel Mainz, gerecht werden. Und ja, das ist ja auch das Schöne an der Meinung, dass man sie haben kann. Ja? Ich möchte mich jetzt besonders an alle Aktivisten, an alle, die sich irgendwann mal auf die Fahne geschrieben haben, Freiheitskämpfer zu sein, alternative Bewegung zu sein, alternative Medien zu sein, was weiß ich. Ja, ich bin ja auch nicht erst seit ein paar Monaten hier irgendwie unterwegs. So. Ich kenne ja viele schon recht lange, also zumindest die es schon so lange gibt. Und ich frage mich ernsthaft. Ich habe vorhin ja ein Video gemacht, das letzte Video, wo ich einfach nochmal erkläre, warum dieses System das Problem ist und es scheißegal ist, ob da AfD, die Linke, die PDV und wie sie heißen mögen, die deutsche Mitte, genau, die haben genau noch gefehlt, da irgendwelche Positionen jetzt besetzen könnten oder nicht. Das fucking Problem ist, dass wir einer kleinen Gruppe von Menschen durch unseren Glauben an ihre Kompetenz, wie es ermöglichen, dass diese kleine Gruppe von Menschen ein Gewaltmonopol hinter sich hat und hier Regeln bestimmen kann, obwohl sie in keinster Weise kompetent sind. Das ist genau das Problem. Ich habe es vorhin erklärt, Politiker sind nur in einer Sache kompetent. Wie kann ich Bürger verarschen? Wie kann ich um Stimmen betteln? Und das ist das Problem. Und aus dem Grund kann auch kein Kreuzchen für Partei A, B, C, D, E, F irgendeine Lösung darstellen, sondern das stellt eine Handlung innerhalb dieses Systems dar. Das ist einfach so. Denn es ist ja Teil des Problems, dass diese kleine Gruppe von Menschen dann 4 Jahre walten und schalten kann und machen kann, was sie will. Ja? Und alle, die jetzt hier für die Wahl aufrufen, ja, ihr ruft für das System auf. Das ist einfach so. Und das, was ich am schlimmsten finde, da draußen gibt es ja doch auch noch Menschen, die vielleicht irgendwie eine Hoffnung durch eure Arbeit haben. Ja? Und ihr klaut denen die Hoffnung. Ihr macht die Hoffnung kaputt. Und das gleich doppelt falsch. Und da nenne ich auch gerne ein paar Namen. Ganz vorne dabei ist im Moment natürlich der Haren Grell. Kompaktmagazin muss man überhaupt nicht erwähnen. Aber auch der Olli ist sich da nicht zu schade. Ja? Und genauso aber auch nur Wieso und wie sie alle heißen mögen, die sich jetzt hier für geht wählen, macht eure Stimme wenigstens ungültig, bla bla bla, alles Bullshit, Mann. Das ist das Problem, dass ihr den Menschen den Glauben gebt, als würde das irgendwas Positives ändern können. Ja, und deswegen seid ihr dran schuld, wenn sich hier nichts ändert. Das ist das Problem. Ihr seid dran schuld. Die jetzt hier einen auf, bitte, bitte, geht wählen, unsere letzte Chance. Und ihr seid doppelte Heuchler. Das kann ich euch jetzt auch gleich mal erklären, warum. Wäre die AfD unsere einzige und letzte Chance und ihr würdet es so ernst nehmen, wie ihr tut, dass ihr die anderen mobilisieren wollt, da jetzt mitzumachen, wäre das wirklich so? Ja, dann seid ihr die größten Heuchler, weil dann müsstet ihr sofort in diese Partei eintreten und dort für Stimmen, für eure Stimmen Werbung machen. Aber ihr macht ja noch nicht mal für eure Ideen Werbung, weil ihr solche Loser seid. Das ist das Problem. Ihr habt keine Lösungen. Und dann macht ihr Werbung für Menschen, die vorgeben, Lösungen zu haben. Und das ist das Armseligste. Und damit klaut ihr den Menschen Hoffnung, dass sich hier was ändern könnte. Denn es wird sich überhaupt nichts ändern. Als hätte nicht schon Trump das gezeigt. Wie viele haben Trumps Pillen gelutscht und oh, ob ein Stefan Molyneux und wie sie alle heißen, geht zur Wahl, unsere letzte Chance. Und was ist? Was hat sich geändert? Überhaupt gar nichts. Und dadurch habt ihr dem System wieder Spielraum verschafft. Ja? Oh, jetzt habt ihr die Krähe gehört, jetzt wird es gleich dramatisch. Aber das ist nicht dramatisch, das ist wirklich traurig. Und ich schäme mich für jeden von euch, der jetzt für die AfD, für die Deutsche Mitte, egal für wen, für jeden von euch, der jetzt meint, nochmal Menschen mobilisieren zu müssen, dass sich hier im Land was ändert. Ihr seid der Hinkelstein, dass sich hier nichts ändern wird. Aber mittlerweile ist es mir scheißegal.
Wisst ihr warum? Weil ich meine eigenen Lösungen habe. Und wärt ihr so cool wie ich, dann würdet ihr euch nämlich hinstellen und nicht für irgendwelche Pseudos Werbung machen, sondern würdet ihr euch hinstellen und sagen, wisst ihr was, wenn ihr zu armselig seid für euer Leben eigene Lösungen zu finden, dann könnt ihr jetzt zu mir kommen. Und ich werde euch nach meiner Kompetenz heraus eventuell helfen können. Ich werde euch euer Leben lösen. Ich mache das aber auch nicht umsonst. Ihr könnt mir eine E-Mail schicken und dann kriegt ihr ein Angebot mit einem Preis, was euch das kosten wird. Und wenn ihr da Bock drauf habt, macht ihr das. Aber dann könnt ihr zu mir kommen und damit kann ich mich auch aus dem Fenster lehnen. Aber hier für irgendwelche Pseudos jetzt Werbung zu machen, die eh niemals selber was lösen werden, das ist armselig. Und deswegen seid ihr noch größere Loser als die Loser, für die ihr jetzt Werbung macht. So, es kommt auch ein bisschen dramatisch, weil hier die Wolken, das ist nämlich natürliche Beleuchtung, sowas sollte man ja bei einem Video vermeiden, aber mir ist das auch scheißegal. Ja? Weil hier geht es darum, was ich sage und das ist meine Meinung. Und ihr alle habt keine eigene Meinung, sonst würdet ihr ja nicht für andere jetzt um Stimmen betteln. Ist leider so. Also macht euren Job oder lasst es einfach bleiben. Ciao. Es ist schon komisch, ich denk jeden Tag.